Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist mal wieder Thema im Wirtschaftsbriefing. Und wir schauen uns mal die aktuellen Umfragewerte an, die Maurice Höfken uns hier vorstellt. Hier zeigt er eine Umfrage, wo das BSW bei 4% steht, was ich etwas komisch finde. Also, denn bei INSA, da gibt es ja eine Umfrage, stand das BSW bei 14%. Also eigentlich, wenn Maurice Höfken es jetzt neutral angehen würde, dann müsste er uns erklären, dass diese Umfragen schlechtestenfalls ziemlich ungefähre Voraussagen sind. Da könnte man auch die örtliche Wahrsagerin befragen, die würde einem wahrscheinlich eine bessere Voraussage machen. Oder schlechtestenfalls Propagandainstrumente, mit denen die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung manipuliert werden soll. So, ich bin mal gespannt, ob Höfken das hier machen wird. Prozent, ja. Uff. Die AfD bei 22, die Linke bei 4, die FDP bei 4, beide also raus und als neue Kraft dabei seit kurzem BSW, das Bündnis Sahra Wagenknecht, hat sich letzte Woche Montag gegründet. Hier das erste Mal eine Umfrage mit dabei, wird bei 4% taxiert. Interessant ist, dass hier von denjenigen, die beim nächsten Mal BSW wählen würden, 52% Anhänger der Linken sind, also die, die Ja sagen, und 36% der AfD, also von links und von rechts wird dort abgefischt, 17% übrigens noch freie Wähler. Von den Grünen nur 4, die werden also nicht angesprochen, von der SPD 15, na, ist noch ein relevanter Wert. Interessant ist aber hier die 52% bei der Linken. Der linke Parteichef Martin Schirdewan hatte ja nach der Pressekonferenz von BSW gesagt, er sehe darin keine Konkurrenz zur Linken, denn BSW sei ja keine linke Partei. Mit Blick auf diese Zahlen hier, dass 52% von denen, die sagen, die würden beim nächsten Mal sicher oder wahrscheinlich BSW wählen, sich als linken Anhänger bezeichnen, kann man nur sagen, steile These. Und dann haben wir noch neue Zahlen, was die Zustimmungswerte der Kürzung in der Landwirtschaft angeht, da wir gleich auf die Bauernproteste kommen, nur 30% der Deutschen halten diese Proteste für übertrieben, 70% sagen nein. Ja, und okay, das finde ich jetzt blöd, dass er hier nur das Politbarometer bespricht. Eigentlich, also gibt es noch andere Umfragen für BSW, vielleicht muss ich die gleich noch raussuchen. Okay, sieht leider so aus, als würde er hier nur das Politbarometer besprechen. Das ist sehr, sehr schade. Wie gesagt, diese Umfragen, die sind bestenfalls ähnlich gut, als ob man sie ausgewürfelt hätte, vor allem bei so jungen Parteien, und schlechtestenfalls Propagandainstrumente, die die öffentliche Meinung in eine ganz bestimmte Richtung schubsen sollen. Ich weiß auch nicht, warum das BSW bei INSA so stark ist. Also das liegt daran, dass sie die Frage etwas anders stellen, aber bei beiden wird explizit nach dem BSW abgefragt. Hier ist sogar ein Artikel im Spiegel, der genau das beschreibt, was ich gerade gesagt habe. Warum ist denn Thüringen hier in der Überschrift? Ich bräuchte eine Umfrage fürs gesamte Bundes. Also ihr seht es in Thüringen bei 17%. Aber ich wollte, verdammt, ich wollte eine Umfrage fürs gesamte Bundesgebiet. Ja, die Prognosen bringen nicht viel, aber ich wollte das schon noch ganz gerne. Ich wollte das, also, denn ich hatte eine Umfrage gesehen, wo sie gleich bei ungefähr 14% standen. Ah, hier steht's. Das BSW könnte aktuell Wagenknecht-Partei bei 14%. Oh Gott. Jetzt habe ich Springer hier meine Cookies angedingst. Das wollte ich doch gar nicht. Also, ihr seht's, Wagenknecht-Partei bei 14% laut INSA hier. Erstmals berücksichtigten die Forscher in ihrer getrennt erstellten Umfrage auch die neu gegründete Partei der früheren linken Politikerin Sahra Wagenknecht. Das Bündnis Sahra Wagenknecht könnte demnach bei einer Bundestagswahl derzeit mit 14% rechnen. Unter den im Bundestag vertretenen Parteien müssten in diesem Fall vor allem die AfD und die Unionsparteien Stimmenverluste hinnehmen. Also ist auch lustig. In der Vergangenheit war die AfD bei INSA bei Umfragen relativ stark. Was haben die Mainstream-Medien gemacht? INSA sofort eine AfD-Nähe vorausgesagt. Jetzt ist überraschenderweise die Wagenknecht-Partei bei INSA so stark. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche politischen Gründe hat oder ob INSA bessere Methodik hat, eine schlechtere Methodik. Ich weiß es nicht. Ich möchte da jetzt auch nicht darüber spekulieren, ohne genauere Fakten zu haben. Aber es ist blöd, dass Maurice Höfken bei so Umfragen, wo so extrem weit auseinanderliegende Werte existieren, ich meine 4% oder 14%, das ist ja schon ein krasser Unterschied, ja, dass er da ausgerechnet sich die schlechteste Umfrage raussucht. Wie gesagt, ich hatte mir das vorher nicht angesehen, das Wirtschaftsbriefing, das hattet ihr mir ja gerade empfohlen, aber das ist ja jetzt schon schlecht.
Also da, ja. Aber was er hier noch zu den Bauernprotesten zeigt, die Umfrage, die ist, glaube ich, also die können alle so unterschreiben, die decken sich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen. Ich halte 30%, die die Proteste für übertrieben halten, sogar für ein bisschen hoch angesetzt, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der diese Proteste für übertrieben hält. Also ich kenne wirklich in meinem gesamten Bekanntenkreis keinen einzigen. Wo wohnen diese 30% bitte? Aber möchte ich jetzt nicht anzweifeln, ohne da was Genaueres drüber zu wissen. Meiner persönlichen Erfahrung entspricht das nicht, aber das zwei Drittel, das ablehnen, wie gesagt, ich würde schätzen, dass es noch mehr wären, aber da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Die wohnen auf Twitter, ja, aber es sind nur ein paar Prozent der deutschen Bevölkerung auf Twitter. Das ist, ja, das ist sehr, sehr wenig. Die wohnen auf Blue Sky, da wohnen ja noch weniger Leute. Nee, ich weiß nicht, wo diese 30% wohnen sollen. Vielleicht in den deutschen Großstädten. Kann sein, dass es da der, auch da müsste doch mindestens die Hälfte der Bevölkerung sagen, wir finden das nicht übertrieben. Also wer und vom Land kommt. Also wie gesagt, ich kenne keinen einzigen Menschen, der sagen würde, ich finde das übertrieben. Aber ich kenne sogar einige Menschen, die da mitdemonstriert haben. Also ja. Die Hälfte ist für gegen diese Kürzungen. Zum Vergleich, bei Warte, wir gucken uns. Kürzungen in der. What? Das kann doch nicht sein. Ich hatte mir gerade nur die rechte Seite angeguckt und die schon für unglaubwürdig gehalten. Wie kann es sein, dass 44% der deutschen Bevölkerung Kürzungen in der Landwirtschaft befürworten? Das ist doch irre. Das ist doch das Gegenteil von makroökonomischer Vernunft, in der Rezession überhaupt Kürzungen zu befürworten. Das ist doch, ey, wirklich. Also die Medien haben das mit ihrer Propaganda anscheinend gut hingekriegt, die Leute in diese Richtung zu indoktrinieren. Das ist ja furchtbar. Also da haben die alternativen Medien noch ein Stück zu gehen. Ich meine, also sollte diese Umfrage glaubwürdig sein. gegen diese Kürzungen. Zum Vergleich, bei der Bahn sprechen wir auch noch drüber, sind nur 43%. Gott. Also ja, die Medienpropaganda, die ist da noch erfolgreicher. Und da machen ja leider auch Teile der alternativen Medien mit. Also hier sieht man, glaube ich, auch, dass es vor allem die konservativen Medien dann, ja, wir können jetzt mal gegen Gewerkschaften hetzen. Das ist ja das Blöde. Also, wie gesagt, vollste Solidarität mit den Lokführern. Also Solidarität heißt einfach nur, ich tue da jetzt nichts aktiv gegen oder ich, ja, heißt einfach nur, okay, ist richtig und wichtig und wenn das in meinem Bereich stattfinden würde, würde ich da auch mitmachen. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht zu groß hier so aufspielen, aber absolute Unterstützung für die Lokführer und für die Bauern. Das sollte eigentlich jeder, der die aktuelle Politik ablehnt, und das ist ja der Großteil der Bevölkerung, das sollte eigentlich jeder unterstützen. Der Befragten dafür, dass die Bahn streikt. Ne? Stehen hinter der GDL. 54% sagen nein, sie haben kein Verständnis für die Streiks. Wobei man müsste sich das wahrscheinlich schon mal angucken für Bahnstreiks, wo die Leute ja selbst von betroffen sind in ihrem Alltag. Entweder weil mehr Stau auf der Autobahn ist, weil die alle dann mit dem Auto fahren, oder weil die Bahn nicht fährt und man nicht von A nach B kommt. Ist das wahrscheinlich sogar noch ein gar nicht so verkehrter Wert, wenn 43% dann noch auf der Seite stehen. Das war ganz interessant. Und natürlich noch auf der Seite stehen. Die Umfrage interessiert mich angesichts. Oh, das ist interessant. Also nur 25% der deutschen Bevölkerung, also nur ein Viertel, hält das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen für gerechtfertigt. Sollte man vielleicht auch mal anmerken. Ist auch interessant. Also wie gesagt, bei den Umfragen muss man immer vorsichtig sein, aber bei Israel, da ist die Staatsräson ja doch eine andere. Das war ganz interessant. Und natürlich rekordschlechte Umfragen für Bundeskanzler Scholz und die Ampel. 67%. Selbst hier würde ich mich fragen, wo wohnen diese 28%? Aber ja, Kanzler, die werden ja häufig relativ positiv gesehen. Also das sind schon relativ schlechte Werte, die er hat. Das kann man schon so sagen. Geben an, dass Olaf Scholz seine Arbeit eher schlecht macht. Ein sehr niedriger Wert. Anfang 22 stand er noch bei unter 25%. Da fanden noch zwei Drittel ungefähr die Arbeit von Bundeskanzler. Brauchen wir jetzt nicht weiter angucken, die Umfragen. Gehen wir weiter zu Fabio und dem Masi, das wollten wir uns noch ansehen.
Linken-Abgeordnete Fabio De Masi wird EU-Spitzenkandidat für... Oder nee, warte. Dann machen wir daraus zwei... Interessant. Wartet. Das ist gut. Machen wir daraus ein zweites Video.